I'm always frank and earnest with women. In New York, I'm frank. In Chicago, I'm earnest. Voll, voll, die Presse, die Presse, die Presse. Zug hält vorher an, üblicherweise. Und dann ist das Problem gar nicht so akut. Du hast den Gag nicht verstanden. Ich hätte mal einen Technologievorschlag, wie ein ICE, aber als Paternoster. Auch schön. Dass du quasi, also du steigst halt im Hauptbahnhof. Schon am Hauptbahnhof München. Ja. Also du rückst quasi näher. Flughafen rückt näher an München heran. Ja. Howdy ho, ihr Lieben. Im dritten Versuch. Herzlich willkommen zu einer ganz schnellen Runde voll in die Presse. Nachdem wir in der letzten Woche mit unseren beiden Bierexperten locker 2,5 Stunden gefühlt gesprochen haben, was vielleicht auch an dem kredenzten Bier lag, keiner wollte, dass dieser schöne Abend endet, sind wir uns heute ganz sicher, das schneller hinzubekommen. Und wie beim Speed-Dating haben wir hier die von Sammer vor 2-3 Folgen überreichten Taschenuhren oder ich weiß gar nicht, wie das nennen soll, Timer aufgebaut. Und ich halte mal das in die Kamera für wann auch immer das mal bei YouTube hochgeht. Und dann drücken wir da drauf und jeder hat heute nur 3 Minuten, um seine Geschichte zu bringen. Das ist für mich nicht so problematisch, für den Beef in letzter Zeit sehr und für den Sommer war es zumindest früher so. Und dann werden wir heute mal sehen, wer damit besser und wer damit schlechter klarkommt. Wahrscheinlich ich jetzt, wo ich das Maul so weit aufreiße. Da habe ich schon 2 Protagonisten genannt, die ich hier auf der Ponderosa heute begrüße. Das war nämlich der Sommer. Moin, moin. Und der Beef. Hallöchen. Und der Prollo. Guten Abend. Guten Abend. Ja, also kurze Geschichten, kurze Folge, das wird sich noch zeigen. Hier läuft ein weiterer Timer, wo dann die Stunde quasi rum ist, wo wir früher mal unseren Alarm gemacht haben. Und bevor ich jetzt schon wieder, bin gleich 3 Minuten hier im Intro, zu viel Zeit von der Uhr nehme, frage ich euch, wollt ihr eure Kurzgeschichten anteasern? Das ist wahrscheinlich gar nicht so leicht, weil wir hauen jetzt ja ein Feuerwerk nach dem anderen hier raus. Ich mache einmal mal den Anfang ich werde euch erzählen, wieso Tschernobyl am Ende des Tages vielleicht für die Menschheit doch noch echt was Gutes gebracht hat. Außerdem, warum der ORF sich für eine Kochsendung entschuldigen musste und letztendlich auch, wie man sich kurios mit einer Zahnbürste verletzen kann. Okay. Aber okay, ich habe so Bilder im Kopf, aber das mit dem Tschernobyl, da hätte ich jetzt bei jeder normalen Folge Angst gehabt. Das klingt so nach einem halbstündigen Monolog, aber wir sind ja heute mit 3 Minuten hier unterwegs. Ja, da brauche ich eine. Spannend. Beef. Ja, ich habe was tatsächlich zu einer besonderen Bezahlweise in einer amerikanischen Bibliothek. Hab mich witzigerweise auch nochmal auf den Hohlspiegel besonnen und hab da mal geguckt, was da so drin ist. Und hab darüber hinaus noch eine Geschichte, auch wieder von der Bahn, aber ganz anders, als man sich's vorstellt. Also insofern, und cool. Ohne Verspätung funktioniert. Und du, lieber Prollo. Ja, ich bin tatsächlich heute so ein bisschen polizeimeldungslastig, hab aber auch eine schöne Polizeigeschichte aus dem Revier, wie man so schön sagt, mit bekifften Ratten. Bekifften Ratten. Okay, ich habe, glaube ich, bin so ein bisschen auf den Spuren des Herrn Beefs unterwegs. Ich bin nicht beim Hohlspiegel, aber bei Insta auf das Konto von Perlen des Lokalpatriotismus aufmerksam geworden, beziehungsweise ich folge dem schon lange. Den werde ich auch nach der Sendung mal antickern. Und wollte da so ein kleines Best-of der von ihm zusammengesammelten, mit Unterstützung seiner Follower zusammengesammelten Schlagzeilen. Denn die erste Kurznachricht ist ja eigentlich immer die Schlagzeile und die Unterzeile. Und die sagt ja oft schon alles und manchmal auch viel mehr, als sie eigentlich will. Oder ganz anders. Oder ganz anders. Dann habe ich mir gedacht, ich habe hier das vor im Januar mal angekündigte Salzburger Stiegel auf dem Tisch. Da haben wir auch schon die erste Flasche aufgemacht. Da lohnt sich das Foto. In der Braukunst-Edition mit schönen bunten Covern vorne drauf. Ich habe hier den gestiefelten Kater beispielsweise. Gibt auch eins, da steht aber nur Prost drauf, was ich euch jetzt mal hier sage. Und was soll das sagen? Das soll sagen,
weil das ja aus Salzburg kommt, dass ich heute mal ein paar Geschichten aus dem Wiener Alltag erzähle. Das ist ja quasi ums Eck. Die lieben sich auch so besonders, die Salzburger und die Wiener. Und das habe ich, weil ich tatsächlich ein großer Fan von Wien bin, zum Geburtstag geschenkt bekommen. Da habe ich mir ein paar, sind einfach nur so zwei Satz Beobachtungen aus dem Wiener Alltag. Sehr lustig, mit Wiener Schmäh. Und wenn die Zeit es erlaubt, erzähle ich euch noch ein paar Quickies aus dem Tierleben. Stay tuned. So, Uhrencheck. 5 Minuten sind runter von der Zeit. Wer legt los? Das muss jetzt hier zack, zack, zack gehen. Ja, soll ich jetzt direkt hier mit Tschernobyl anfangen? Ja. Ja. Okay, dann muss ich jetzt hier direkt mal hier starten, mal Speed-Quatsching hinkriegen. Ja, Princeton University, die haben geforscht, Funktionsbiologin, eine renommierte, hat an zu Tschernobyl-Wölfen geforscht. Und zwar hat sie herausgefunden, was Kurioses über deren Immunsystem, das verändert wurde durch Tschernobyl, durch die radioaktive Strahlung. Und zwar nämlich hat sie Genregionen entdeckt, die so mutiert sind, dass die Wölfe plötzlich wesentlich krebsresistenter oder generell krebsresistent sind. Und sie versuchen jetzt daraus sozusagen natürlich Schlüsse zu ziehen, die gegebenenfalls dann auch auf uns Menschen zu übertragen sind. Und das finde ich extrem kurios, weil eigentlich ja Radioaktivität, Tschernobyl, eher genau das Gegenteil erreicht. Findet ihr nicht auch? Du bist wirklich unter der Minute geblieben. Ja. Das ist das, was mich so richtig erstaunt. Aber mal unabhängig davon, was heißt jetzt krebsresistenter? Oder also wie haben Sie das festgestellt, dass einfach weniger Tiere im Verhältnis pro Meute Krebs bekommen haben, als sie hätten bekommen müssen, oder? So ausführlich wird das hier nicht dargestellt, wie die Studie sozusagen genau aufgebaut haben. Aber die haben eben Regionen im Genom von Wölfen entdeckt, die gegen ein erhöhtes Krebsrisiko resistent zu sein scheinen. Und ich meine, vielleicht ist es ja so, so kann ich es mir vorstellen, eigentlich müsste man ja da krebskrank werden. Aber wenn entsprechende Mutationen stattfinden, die dann ausnahmsweise mal gut sind, dann gibt es vielleicht eben Wölfe, die eben da besonders resistent gezeigt haben. Also es ist wohl auch ein Ziel dieser Wissenschaftler, Mutationen dahingehend zu untersuchen und zu entdecken, die sich irgendwie positiv auf die Gesundheit auswirken. Man verbindet das ja eigentlich sonst eher mit negativen Entwicklungen, Mutationen, aber das könnte halt auch genau in die andere Richtung, in die positive gehen. Hm. Ja. Ja, der Wolf. Ja, ich erinnere mich doch auch an die Fukushima-Schweine, die hattest du doch. Ja, genau, da ging es aber eher nach hinten los. Die sind ja eher so ins Gewalttätige mutiert. Ja, das waren die verstrahlten Schweine, ne? Genau. Ja. Vielleicht sollte man den Wolf und das Schwein mal zusammenbringen. Auf der grünen Wiese. Weil ich vermute, das geht schlecht für das Schwein aus. Also, ja, wer weiß, vielleicht ist es ja durch seine Genveränderung so aggro. Ja, dass man den Wolf fertig macht. Hey, Alter, die 3 Minuten sind jetzt erst um. Ist krass, ja, oder? Na. Toll. Ich habe auch was mit Tieren. Insofern mache ich mal direkt weiter. Ich weiß nicht, kennt wahrscheinlich jeder von euch schon mal, dass man sich aus der Bibliothek was ausgeliehen hat und leider vergessen hat, es wieder fristgerecht zurückzubringen. Und dann, oh ja, passiert mir dauernd. Genau, ja. Und dann muss man ja irgendwie, ich weiß nicht, Strafgebühren bezahlen nach einer gewissen Zeit. Das ist, glaube ich, zwischenzeitlich auch immer mal verändert worden bei den verschiedenen Stadtbibliotheken etc. Und da habe ich hier eine ganz schöne Nachricht bekommen. Eine Bibliothek im US-Bundesstaat Massachusetts. Sag nochmal, wie heißt das? Massachusetts. Die haben jetzt gerade im Monat März einen eigenen Weg gefunden, wie sie mit Strafgebühren umgehen oder was bezahlt werden muss. Habt ihr irgendeine Idee? Ja. Es ist unter der Rubrik Good News, würde ich sagen. Ja. Vielleicht müssen sie irgendwie helfen da, also wie Teller waschen im Restaurant. Du hast schon gesehen, ne? Ja, ich sag nichts.
Ich sage auch nichts. Du hast auch nichts, okay. Es ist viel geiler. Also ich finde das so eine witzige Idee. Da kann man Strafgebühren mit Katzenbildern bezahlen. Also man muss einfach, man kann ein Katzenbild mitbringen oder ein selbstgemaltes Bild. Und im Gegenzug sind dann die, die Strafgebühren abgegolten und das ist dann alles gut. Aber warum? Einfach, weil es eine nette Idee fehlt. Genau. Es werden auch Ehrenkatzen akzeptiert. Das heißt, es kann auch eine Zeichnung oder ein Bild eines Hundes, eines Waschbären, Schwertwals, Wasserschwein oder eines anderen Tieres zeigen. Also mit einem Tierfoto ist die Schuld getilgt. Ich finde das eine wunderbare Idee. Machen die irgendwas mit den Tierfotos? Also gibt's, ich nehme an, die stellen die dann aus. Das wird jetzt hier nicht erwähnt, aber das machen die jetzt im Monat März quasi. Ich glaube, sie wollten damit Aufmerksamkeit generieren. Gelungen. Und weil das hat, ich habe es hier witzigerweise aus dem Instagram-Kanal von der Tagesschau. Ich finde das eine sehr witzige Idee irgendwie. Also ganz, ganz witzig. Ja. Also ist ja mal was, eine schöne Nachricht. Und man muss ja auch sagen, und das ist ja das Schöne, es gibt offensichtlich noch Bibliotheken mit Büchern in den USA. Das ist ja auch faszinierend. Also manchmal hat man ja Eindruck, alles so, dass das so Tierbildbände. Hm. Ja. Ja, der Rest ist ja wegzensiert. Ja, die sind, die meisten sind wahrscheinlich gesperrt für bestimmte Nutzer. Also ja, die stehen da zwar noch, dürfen aber nicht gelesen werden. Ja, das war ja, bei uns hat man früher dann irgendwie, bist du aber auch in Verrufung, wenn du in die Videothek gegangen bist, das hat irgendwas mit Tieren. Das wurde dann auch manchmal falsch verstanden. Ja. Ja, gut. Die Videothek. Gibt's das eigentlich? Gibt's die noch? Nee, ne? Das ist für nee, Videothek oder DVD-Ausleihgedönse. Aber kleines Off-Topic, das habe ich mir hier irgendwo reingelegt. Ich weiß gar nicht, wo ich es gerade habe. Genau, hier. Bei T3N, habe ich das richtig ausgesprochen, da habe ich das Fundstück jetzt letzte Woche gefunden. Im VHS-Vault vom Internet-Archive findest du alle deine Lieblingsfilme aus den 90ern auf VHS. Du kannst die, das hat irgendeiner da reingestellt. Und, Zeit ist um. Ist das jetzt dein... Das ist doch der Beef, oder nicht? Nee, bin ich nicht. Ja, witzig. Wer klingelt denn hier um die Zeit? Das war der Beef. Nein, war es nicht. Ich habe gerade Clear gedrückt, dann war es aus. Ich habe doch, ich habe nichts irgendwo gelogen. Auf jeden Fall kannst du da, das ist irgendwie so ein Anachronismus irgendwie, weil das sind die ollen VHS-Aufnahmen, die aber einer digitalisiert hat und dann ins Internet gestellt hat. 60.000 Filme sind da abrufbar, kostenlos. Und dann kannst du dir das da angucken mit den ganzen Schlieren und Streifen. Das ist doch noch schlimmer als hier so mit der Kamera abgefilmte Kinofilme. Ja, aber das ist halt was für so für wirklich so Liebhaber. Da möchte ich mal gerne einschreiten, weil ich verstehe zum Beispiel auch die Leute nicht, die sich Platten gönnen, dann den Plattenspieler aber per USB anschließen. Das hat doch alles keinen Sinn, oder? In der Tat. Ja, sehr schön. Habt ihr noch Plattenspieler? Ja, ich habe sogar zwei. Ja, das ist gut. Kannst du parallel hören. Ohne Flachs, Vinyl kommt schon wieder. Also gerade bei Audiophilen ist ja eher Vinyl als CD oder Streaming. Ja gut, Vinyl kommt aber gefühlt seit 30 Jahren wieder. Nee, jetzt aktuell kommt es aber. Also ist es 15. tatsächlich präsent. Und ist es jetzt da. Ist da. Und es ist tatsächlich so, also Audiophile sind tatsächlich, kaufen sich, wenn, dann eher Platten. Ganz klassisch. Ich habe einen Plattenspieler noch im Keller stehen. Vielleicht hole ich den mal wieder raus. Ja, möglicherweise, also es gibt Unterschiede bei Plattenspielern. Also. Aber die, ja. Was die Qualität der Wiedergabe anbelangt. Genau, der 30€ USB-Spieler aus dem Mediamarkt. Ich habe damals einen guten von Onkyo gekauft. Also, was soll das? Wird hier rumgemotzt. Also es ist natürlich auch was für ein Schrank, ja, wenn ich mir hier das Beefhole so angucke. Nee, Quatsch, Beefhole, was kann ich sagen? Der jedenfalls, ja, da ist halt Wandfläche. Gut, jetzt hier eine Wand voller CDs. Das macht halt was fürs Auge und hören kann man es ja unterwegs dann auch digital. Ja, aber zu Hause mal eine schöne Platte auflegen. So, ich möchte jetzt meine 3 Minuten hier, weil du gerade das Stichwort Instagram nanntest, möchte ich die hier anbrechen. Und zwar mit euch auf Instagram auf die Seite von Perlen des Lokaljournalismus gehen. Wie ich finde, immer wieder, ich habe ja da Folge ja vor allem so Street-Art-Typen da und der lockert das dann immer wieder auf. Wenn ich irgendwann wirklich das 10.000. Mural nicht mehr sehen kann, dann kommt der neueste Post von dem. Und ich weiß gar nicht, ob es ein R ist, wahrscheinlich. Und
Ja, hab mal dann mir so ein paar Herzen daneben gemacht, neben denen, die ich besonders witzig fand. Weil das eigentlich, das möchte ich noch sagen, die Zeit nehme ich mir auch ein Grund gewesen, diesen Podcast zu machen. Der Hohlspiegel, der von dir erwähnte, also genau diese Art Geschichten. Also da hat er zum Beispiel vor ein paar Tagen das Ding gehabt, Kupfer im Wert von 60.000 Euro entwendet. Mehrere Tonnen Kupfer wurden entwendet von unbekannten Tätern. Sie flüchteten mitsamt der Beute zu Fuß über ein Feld. Also wer jetzt genau aufgepasst hat, fragt man sich, wie schleppen die Typen mehrere Tonnen? Also ich, ne, ich habe ja schon gesagt, ich muss Steine schleppen. Oder hier. Bollerwagen. Ja. Ja, großer Bollerwagen. Das neue Europa-Logistikzentrum des US-amerikanischen Bekleidungsunternehmens Levi's ist fertig. Und das nach nur 21 Minuten Bauzeit. Respekt. Also gut gemacht. Da kann sich der Stuttgarter Bahnhof ein Beispiel von, oder hier, jetzt müsst ihr aufpassen, für die Erdumrundung braucht die Sonne nicht exakt 365 Tage, sondern 365 Tage, 5 Stunden und fast 49 Minuten. Wer findet den Fehler? Die Sonne. Für die die genau, Erde ja. Umkreist die Sonne, nicht andersrum. Also auch sehr schön, oder ja, was haben wir denn hier unten noch? Sie konnten sich wohl nicht riechen. Briten wurde Nasenspitze bei Rauferei in St. Anton abgebissen. Oder was für unseren Männerhumor, am Radio Zwickau aktuell vermeldet, Feuerwehr holt Mietz Pimmel runter. Mietz Pimmel versteifte in großer Höhe und wollte sich nicht runterholen lassen. Welche Katze ist damit gemeint? Diese hier, der echte Katze. Das ist ein Foto. So, ich habe noch 30 Sekunden. Was haben wir denn noch? Nackter Mann schlägt mit Latte um sich. Das berichtet die Rheinpfalz. Oder Brust raus im Beruf. Workshop, Tipps und Tricks für mehr Chancengleichheit. Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist ja dann unlauterer Wettbewerb. Oder hier nochmal 5 Autos ausgebrannt. 2 davon stark beschädigt. So, jetzt der letzte, jetzt ist meine Uhr um, aber einen so als Abschied nehme ich noch. Würzburg, Kleinkind nicht angeschnallt und ohne Führerschein unterwegs. Ja. So ist das mit den Kindern. So. Nicht angeschnallt und ohne Führerschein. Da schließe ich doch gleich an mit dem Tesla, der auch in Norwegen ungünstig unterwegs war. Und zwar ist der dummerweise in einen Fjord gestürzt mit samt 2 Insassen. Und ich würde euch jetzt zum kleinen Ratespiel einladen. Von wem wurden die denn gerettet? Die Insassen? Die Insassen. Des Teslas, der da so am Absaufen war. Elon Musk persönlich. Fast. Ich zitiere mal eben hier. Ich habe Vollgas in Richtung der Menschen gegeben, die sich aus dem Auto herausgezogen haben, sagte Nikolai Nordahl. Der die rettende Sauna steuerte. Denn was? Die wurden von einer schwimmenden Sauna gerettet, von denen offenbar gibt es da, das ist, scheint so ein Trend zu sein, die schwimmende Sauna, teilweise auch sogar motorisiert. Und dann fährst du da auf den Fjord hinaus und wenn da nebenan ein Tesla ins Wasser fährt, kannst du natürlich dann direkt zur Hilfe eilen. Kannst du glänzen. Ja, vor allem, den können die Typen dann schön direkt in die Sauna gehen, wenn es da kalt war im Wasser. Dann solange keiner mit der Latte um sich schlägt. Das ist cool. Ja. Ich meine, es gibt ja tatsächlich so mobile Saunen. Da nerven mich ja auch diverse Kumpels von mir. Komm, sag mal, die fahren bei dir in den Garten rein, da wird der Zaun einfach weg. Saunafass, und dann das haben wir gerade bei unserer gemeinsamen nachgeholten Weihnachtsfeier doch genau, schon verabredet. Genau, genau, genau. Und dann notfalls wird der Gartenzaun weggeflext. Das ist alles schon besprochen. Hat der Sommer auch nichts mehr mit zu. Habe ich nichts zu beizusteuern. Nee, muss ich hinnehmen. Ja. Ja. Vielleicht noch ein kleines Detail, ist ja noch Zeit. Der Fahrer sei davon ausgegangen, dass sich das Auto im Parkmodus befinde, als er auf das Gaspedal getreten hatte. Ha, warum tritt er aufs Gaspedal? Wenn er im Parkmodus ist. Ja. Ja. Interessant, um immer wieder diese den Motor aufheulen zu lassen. Also wir sind gut in der Zeit, 20 Minuten erst rum und schon bestimmt 4 oder 5 Geschichten rausgeballert. Das hört sich doch gut an. Wie schmeckt euch denn, um mal ganz kurz innezuhalten, das Stiegl? Ich habe meine erste Flasche gerade leer. Also ich finde es tatsächlich auch sehr lecker. Also es ist so, schmeckt angenehm. Ist jetzt ein bisschen würzig, nicht zu mild, wunderbar. Ja, ist das Stiegl
Goldbräu für die, die es nachkaufen wollen, weil es gibt, ich habe ja da auch die Brauerei angeguckt, es gibt richtig viele und letzte Woche hatte ich ja auch aus der Brauerei dieses mit Gin-Noten versehene Bier. Das haben wir nach der Sendung eigentlich erst getrunken, ne? Fällt mir gerade so ein. Ich habe nichts davon getrunken, aber egal. Du hast das nicht getrunken? Nee. Wir hatten die Riesenflasche, die haben wir geteilt. Du warst einfach nur schon blau. Aber ich glaube, bin mir ziemlich sicher, wir haben das aufgeteilt. Das war ja so eine ganz große Flasche. Da waren Gin-Noten drin. Und ich würde jetzt mal, einfach weil mir der Kronkorken so gut gefällt, Prolo, zu deinem hellen Bierchen hier greifen, ja, das, ja. Was du hier aufgemacht hast. Dann kann ich den schon mal, kann man aber auch teilen. Ben, frag mich du grenzt mich aus, frag mich doch mal, wie mir mein Wasser schmeckt. Mach's uns doch bitte einfach tonal vor. Wie schmeckt dir denn dein Wasser, sag mal? Danke, dass du fragst, Ben. Sehr freundlich. Also, mal gucken. Ausgezeichnet. Wunderbar. Deutsches Wasser, definitiv. So. Ist aus dem Hahn, ja? Ich teile das hier gerne. Das ist ein helles, das mögt ihr ja auch. Dann kann ich ja schon mal weitermachen, wenn sonst keiner was gerade in petto hat. Also, dann würde ich mal mit dem Hohlspiegel anschließen. Dann kann man immer auch so kleine Sachen dazu machen. Sehr schön, habe ich hier zum Beispiel, wer kennt es nicht, ein Schreiben der Gemeinde Schlier in Baden-Württemberg an die Besitzer eines Hauses im selben Ort. Laut unseren Unterlagen muss der in ihrem Haus eingebaute Wasserzähler ausgetauscht werden, da die gesetzliche Eichfrist von 6 Jahren abläuft. Dieser Austausch wird im Zeitraum vom 1.3. bis zum 31.8.24 von der Firma XY durchgeführt. Die Firma wird in dem oben genannten Zeitraum bei Ihnen unangemeldet vorbeikommen und den Austausch vornehmen. Ja. Mhm. Also in einem Zeitraum vom 1.3. bis zum 31.8. unangemeldet, also zu Hause warten. Nicht 5 nur sagen, Monate. Ja, genau, ist doch schön, bleibt mal zu Hause. Bei T-Online steht Überschrift: Polizei erschießt Mann mit Plastikgabel. Kann man falsch machen. Ja. Auch schön. Zum Glück hatte der keine Latte. Ja. Jetzt stell dir mal vor, das ist so eine Plastikgabel, wie so auch so Picknick oder Kinderfesten oder so gibt. Und dann liegt da so echt so jemand mit so einer Kinderplastikgabel. Ach so, nein, man könnte es andersrum lesen. Ich glaube, die Geschichte war, dass der ein Aggressor war, der eine Plastikgabel in der Hand hatte. Genau, es klingt so, als ob die mit Plastikgabeln auf ihn geschossen hätten. Ja, genau. Kann man aber auch so eine schöne Armbrust reinspannen, die Plastikgabel. Ja. Ausprobieren. Aus der Märkischen Allgemeinen, was für Rechenfüchse. Etwa gleich blieb die Zahl der Unfälle unter Alkohol, rund 1.100. 5 Menschen starben, das sind 6 mehr als 2022. Ja, das war halt eine negative Zahl vorher. Auch schön, was auch, wie auch großer Freund von, aus dem Titel oder vom Titel des Zahnärzteblatts Westfalen-Lippe. Häusliche Gewalt, wie Zahnärztinnen und Zahnärzte unterstützen können. auch schön, aus der Süddeutschen Zeitung. Logisch. Als Gründe für die fortwährenden Verzögerungen nennt das Haus von Minister Thorsten Glauber, Freie Wähler, die, Zitat, besondere fachliche Komplexität der Aufgabe und das beschränkte Personal, das dafür zur Verfügung steht. Wer kennt sehr das nicht? Freundlich. Dumm gelaufen. Also Beef, sag doch gerade noch mal deine Lieblingszeitung. Süddeutsche? Ja. Yeah. This is big brain time. Ich habe mir vorgenommen, das ab jetzt immer abzuspielen, wenn du eine Zeitung bringst. Genau. Dann hatten wir hier noch aus der Hessischen Niedersächsischen Allgemeinen, meiner alten Heimat, Automat mit Süßwaren gesprengt. Das geht in dieselbe Richtung, wie man es unglücklich ausdrücken kann. Genau. Mm. Und dann hier aus den Westfälischen Nachrichten, das passt jetzt auch zu EM in Anführungsstrichen, über ein Mitfahrerprojekt in Havixbeck. Die Idee dahinter, gemeinsam die Mobilität des Einzelnen verbessern und ganz nebenher noch den ökologischen Fußballabdruck verkleinern. Scheiß Autokorrektur. Ja, sehr geil. Aber zu der Zahnarztgeschichte mit der häuslichen Gewalt nochmal ganz kurz Frage in die Runde. Wie wohl fühlt ihr euch denn beim Zahnarzt? Also mich hat noch kein Zahnarzt verprügelt. Genau. Ich habe da jetzt auch, also es gibt mit Sicherheit spaßigere Dates, aber ich gehe grundsätzlich nicht gern zum Arzt. Aber da ist der Zahnarzt jetzt nicht schlimmer als andere für mich. Okay, cool.
Bei mir ist der Zahnarzt tendenziell der Endgegner an Ärzten. Also das ist der Endgegner. Der Endgegner. Ich habe eher schlechte Zähne und das ist also von Geburt an und das ist echt immer ein mühsames Ringen für beide. Wo du gerade sagst, Endgegner, fällt mir gerade ein, dass ich gerade heute einen Urologentermin gemacht habe für die Prostata-Untersuchung und da denke ich auch mal, da kommt wieder das Silberstäbchen, ein Orsch. Und hat er gebohrt? Wieso Silberstäbchen? Da kommen ein paar Finger. Beim Hausarzt, der macht das mit dem Finger. Also ich hoffe es. Ich habe mir gedacht, das ist ein Stäbchen. Ich habe da nicht so genau hingeguckt bei dem Alten. Ich glaube, der hatte so ein Stäbchen. Ja, ja. Glaubst du nur dran. So 25 Zentimeter. Kriegst du auch so ein, wie soll ich sagen, so ein Entspannungsmittel vorher? Ja, ihr nicht. Aber für die gute Stimmung noch ganz kurz meine letzte Zahnarztbegegnung. Ich habe eine Keramikgeschichte draufgeklebt werden die ja irgendwie. Und da hast du nur ein ganz kurzes Zeitfenster, da wird irgendwie erhitzt und dann muss das da drauf wie bei Sekundenkleber und dann muss das da auch fest sein. Und weil die irgendwie so ein bisschen wieder hochkam, der Aufbau so ein bisschen, bat der Zahnarzt die etwas doch kräftigere Zahnarzthelferin, helfen Sie mal hier beim Runterdrücken. Und dann wurde ich wirklich, ich hatte das Gefühl, ich werde durch den Zahnarztstuhl gedrückt. Also wirklich so, das waren die längsten 60 Sekunden meines Lebens. Also das volle Gewicht der Zahnarzthelferin auf meinem Kiefer. Ich hatte wirklich das Gefühl danach, ich bin absolut durch. Aber ansonsten Zahnarzt. Habt ihr danach in Nummern getauscht, du und die Zahnarzthelferin? Ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Also kräftig ist sie auf jeden Fall, das muss man ihr lassen. Kennenlernen. Aber es hält super, also es ist halt perfekt, das Ergebnis ist toll. Also, was mopperst du? Ratten. New Orleans, das Polizeipräsidium, was denn? Alles gut. Also tatsächlich hat das dortige Polizeipräsidium ein krasses Ungezieferproblem, insbesondere mit Ratten. Und der Chefboss wird hier zitiert mit: Die Ratten essen unser Marihuana. Weil die wohl es geschafft haben, in die Asservatenkammer einzudringen. So wie in auch Großteil des Gebäudes. Also New Orleans hat ja mal so ein gewisses, ich nenne es mal, kleines Hochwasserproblem. Und seitdem ist das Gebäude wohl so ein bisschen angeschrottet, beziehungsweise alles so latent klamm. Und da fressen sich die Ratten am Gras voll und machen dann so ihr Ding. Haben eine gute Zeit wahrscheinlich. Ja. Genau, und Kakerlaken gibt es natürlich auch und überhaupt und alles ganz schlimm. Und was natürlich jetzt bei der Berichterstattung eine kleine Rolle spielt, die Polizei hat es auf ein kleines Ausweichquartier abgesehen, deswegen wird jetzt alles so ein bisschen negativ dargestellt, weil so bekiffte Ratten stelle ich mir jetzt wahrscheinlich entspannter vor als so die übliche nüchterne Ratte. Ich weiß nicht, wie stellt ihr euch das vor? Wenn jetzt das Gras legalisiert wird. Ja, ich muss es leider machen. Smoke weed every day. So stelle ich mir die vor. Ja. Da tanzen die da in der Asservatenkammer und dann, guck mal, hier ist noch Koks. Ja. Also Ratatouille hätte auch ein Kifferfilm werden können. Ne? Genau. Ein Klassiker. Ratamali. Ja, sehr schön. Aber wo wir schon hier bei Essen sind, wisst ihr, was, jetzt muss ich genau hingucken, faschierte Laberl sind? Das ist jetzt eher was für ein Pino. Ja, da sind wir ja schon fast in Wien. Also, Laberl sind, glaube ich, so Brötchen. Also, hier steht Frikadellen. Oder Leib, ja, dann. Ja, Laberl, faschierte Laberl. Und die gibt es aber auch aus Fisch. Und man kennt das ja, würde das der Polle sagen. Faschierte Laberl. Sind das so Hallorenkugeln? Ja, nee, so heißt es nur in der Schweiz. Genau. Also der Prollo würde jedenfalls sagen, man kennt das ja, Kochsendung im Fernsehen. Und da steht dann hier, der Gast wird aus dem Ort Haslau und kocht einen Fisch oder brät einen Fisch. Und zwar, wo ist denn der scheiß Name von dem Fisch, der aus der Donau Bankasius kommt? Karpfen. Hering. Dorsch. Klaus Günther.
Ach, da ist es, ja. Hier, was jetzt hier keiner sieht, es ist hier echt dunkel. Und ich bin hier schon mit dem Zettel meterweit weg. Was hier keiner sieht, es ist echt dunkel. Was die Hörer nicht sehen. Was die Hörer nicht sehen. Hörer nicht also, der sehen sie nicht. Genau. Der am Arsch der Welt ist es ganz schön dunkel. Seht mal, ich höre nichts. Warte, den habe ich doch auch irgendwo. Hör mal, ich rieche was. Riech mal, hier, da ist er doch. Hört nur. Ich glaube, ich rieche was. Also, der Koch, der brät den Frauennervling. So, und den haben sie kulinarisch verköstigt und dann haben sie aber auch einen Shitstorm gekriegt, weil der ist auf der roten Liste in Österreich. Das haben sie beim ORF irgendwie nicht gewusst. Und der ist, wie das hier heißt, ganzjährig geschont. Und ja, da haben sie ein bisschen Ärger gekriegt, weil sie eine gefährdete Tierart im Öffentlich-Rechtlichen mal eben so weggebrutzelt haben. Wahrscheinlich war das ein Autokorrekturfehler. Das war nicht geschont, sondern geschmort. Ach so, ja, genau. Ja, kann passieren. Ne? Ja. Wusstet ihr übrigens, dass das Haus des Döners in Bonn seinen Namen ändern musste? Und wer ist schuld? Der Poldi. Richtig. Der Poldi? Ja, das ist doch seins, oder? Das Haus des Döners ist doch, weiß ich nicht. Nee, Dönerhaus heißt seins, glaube ich. Genau, also Haus des Geldes ist die Netflix-Serie und Haus des Döners ist wohl... Nein, seins heißt Mangaldöner, wenn wir schon beim Döner sind. Ja, der kriegt der Poldi hat gar nichts mehr mit Netflix. Ist nee, hat er auch nicht. Genau, es ist ein anderer ja, Döner. Podolski, Netflix, alles dasselbe. Das Fleisch ist wahrscheinlich vergleichbar. Und es heißt jetzt das Haus des Döners. So. Und ich sitze jetzt hier mit Taschenlampe. Ach, durch den Artikel davor ist es dann okay. Ja. Krieg bestimmt kein Schwein mit. Statt Haus des Döners heißt es das Haus des Döners. Genau. Und die hatten im Logo passenderweise auch noch so einen maskierten Dings. Wie heißt der Künstler, dem das nachempfunden ist? Dali. Schneuzi, genau. Und ja, jetzt ist es halt alles anders. Mir ist es aufgefallen, ich habe mich da nie dran gestört, aber es ist natürlich ein Thema, ne? Wenn dir einfach einer deine Serie mit so einem Imbiss kaputt macht. So. Ich glaube, das hat auch immer massive Auswirkungen auf die, wie soll ich sagen, Einschaltergebnisse in den USA oder in Frankreich, wenn in Bonn der Ladenhaus des Döners heißt. Ja, also die Leute sind einfach statt die Serien zu gucken, essen gegangen. Genau, das ist einfach verwechselt. Ja, vertan. Genau. So. Und haben alles auf dem Überfall gewartet dann. Dann wollte ich ja eigentlich die Steuervorlage vom Sommer aufnehmen und nach Wien kommen. Achso, da ist Apollo eben reingegrätscht. Ja, ist egal. Der Wiener an sich ist ja eine spezielle Spezies und es gibt ein sehr schönes Buch, was wir auch in den Shownotes verlinken, irgendwie zum Verlag. Wiener Alltagspoeten, das hat ein Mann namens Andreas Reiner gesammelt eigentlich. Das sind natürlich Geschichten. Andreas Reinier, ja, wurde ihm geschickt oder er hat es vielleicht zum Teil auch selber erlebt. Und schon auf dem Cover sieht man so einen alten Herrn mit einem Hund und da sagt er, na wo sie's, geh mal nur auf ein Bier. Das ist schon wirklich sehr schön. Und ich habe jetzt mal hier so ein paar Dinger rausgesucht, die sind alle irgendwie nett. Fangen wir einfach mal an. Meine Zeit läuft ja schon rum, dann muss ich den schon überspringen, weil der ist nicht so lustig. Ich muss mit was Gutem einsteigen, hier beispielsweise. Genau. Im Schweizer Haus, das steht immer, der zweite ist das zweite Bezirk. Im zweiten Bezirk steht das Schweizer Haus. Ein Kunde, ein kleines Bier bitte. Kellner, soll ich Ihnen noch ein Malbuch und Buntstifte dazu bringen? Das passt zu unserem Podcast. Das ist ja alkoholfrei. Das ist ein Malbuch dazu. Ja, ja. Ich muss immer gucken, wo ich es eigentlich. Ich hätte mir nochmal so ein. Welches ich davon vorlesen will. Wir haben Zeit, das ist völlig entspannt. Ich nicht. Also ich, das macht nichts, Ben. Die 3 Minuten sind fast um. Ist nicht schlimm. In der Pause spielen wir ein bisschen leichte Musik. Vor allen Dingen, der hat hier riesig Licht, ja, und findet es nicht. Riesig Licht. Ja, ich weiß nicht, welches von den. Aber hier, ich lese das vor. 16. Bezirk, Thalia-Straße. 5 Minuten heraus aus der Wohnung und schon gegangen, ma olle am Arsch. So, aber das war wahrscheinlich das, was ich meinte. Genau, hier, Misttelefon, MA48, also Mist, die Mülleimer heißen ja auch Mistkübel in Wien. Anruferin, wir sind zwei Wienerinnen und wollen Sperrmüll entsorgen.
haben aber ein Salzburger Kennzeichen. Mitarbeiter, da haben sie die Arschkarte gezogen. Ach, herrlich. Gott, die Scheißzeit. Das schneide ich raus. Ich habe noch eine Minute. Also die Sprechstunde, also ruft jemand bei einem Hausarzt an, Ordination, offensichtlich irgendwelche Terminvereinbarungen. Sprechstundenhilfe, Ihre Nummer brach die Arno. Patientin, ich habe aber eine deutsche 00495 Sprechstundenhilfe unterbricht. Na, ist wurscht, dahin ruf mal eh sicher nicht an. Aber das ist geil, ja. So, einen letzten noch. Ich habe hier viel mehr, aber was soll ich machen? Den letzten muss ich noch gerade suchen. Welcher Wurs? Genau da. Du tust den ganzen Tag nichts und hast trotzdem immer Stress, sagt die Frau zu ihrem Mann. Der Mann, na, nur heute. Morgen mache ich wieder weniger. Ja, das ist, geht jetzt immer so weiter. Ich habe mir hier ganz viele rausgemacht. Also das letzte vielleicht noch hier, weil das mit Comic ist. BIM-Station, das muss man auch sagen. Die BIM ist halt die Bimmelbahn, also die Straßenbahn. Im 21. Bezirk, Frau legt Hund Beißkorb an und setzt sich dann eine Maske auf. Frau, zuerst du, dann I. Ich habe es geliebt, in Wien zu leben. Das war einfach so schön, weil das habe ich tatsächlich da auch in der Bahn erlebt, wenn ich da morgens zur Arbeit gefahren bin. Diese Geschichten, auch die Grandal, die dich einfach so weggranteln, wie in Berlin eigentlich. Und da mag ich es auch. Also, aber so richtig beliebt sind die Piefke in Wien gar nicht. Die Piefke sind, also wir Deutschen sind gar nicht beliebt, würde ich sagen. Aber ja, wahrscheinlich nicht so schlimm wie die Salzburger. Und es ist ja auch ein netter Begriff, Piefke. Also ich weiß, dass wir früher die Österreicher gerne mal Schluchtenscheißer genannt haben. Das ist besonders... Früher, das ist wenige Folgen her. Ich wollte gerade sagen, das warst ja vor allem du. Ich wollte gerade sagen, das bleibt schon an dir hängen. Okay. Okay, scheißen, Leute. Was soll ich machen? Also ja. der Wiener Tatort lief ja jetzt vor kurzem wieder und der war herrlich. Also diese Sprache, ich mag die auch wirklich gern. Und dieses Gescheußen, das war auch wieder dabei. Ja, das, also ich habe in Wien gelernt, da haben die mir gesagt, und das stimmt wohl auch, dass es, habe ich glaube ich hier schon tausendmal erzählt, aber dass es besser ankommt oder dass es weniger schlimm ist, so einem zu sagen, Gescheißen, als zu sagen, Schlechti. Schlecht, also hat mir jemand glaubhaft vermittelt, Schlechti ist richtig aggro im Vergleich zu Gescheißen. Das würdest du ja irgendwie so gar nicht erwarten. Als normal Piefke. Ja. So, ich mache mir darauf mache ich mir noch einen Salzburger Stiegel auf, würde ich sagen. Träumchen. Greif gerne auch zu. Ich habe genug. Machst du was? Nee, mach ruhig. So, 22 Minuten haben wir noch. Ja. Sagt euch der Name Lasse Stollei oder Stollei was? Nö. Lasse mal so reinkommen. Oh, also der zahlt tatsächlich keine Miete, beziehungsweise er zahlt Miete und seine Miete ist quasi eine Bahncard 100. Das ist ein Bahnnomade. Ah, der Typ, der ging gerade momentan total viral. Ja, ging der ist so ein 17-Jähriger. Mehrere, genau. Ging durch mehrere Jahre mit der Bahncard 100 hin genau. Und her pendelt und irgendwie Programmierer ist oder so. Genau, er ist Programmierer für ein Software-Startup und lebt quasi in den Bahnen der DB, Deutschen Bahn. Also er fährt halt mit seinem Bahncard 100, fährt er immer kreuz und quer und pennt halt mehr oder weniger im Sitzen in den Nachtzügen, bis also in den... Manchmal glaube ich auch in der Lounge. Manchmal auch in der Lounge. Also jetzt hat er, hier sagt er zum Beispiel, die fragen ihn bei dem Interview, das ist ein Interview in der Süddeutschen. Warte. In der was? In der Süddeutschen? In der Süddeutschen. Oh, fuck, Taste. Kann doch nicht wahr sein. Yeah. In der... This is big brain time. So. Süddeutschen. Und genau, da war er, also in dem Fall hat er jetzt am Frankfurter Flughafen in der Ankunftshalle gepennt auf einer Bank. Also ist jetzt so. Bei dem Interview? Nee, vor dem Interview, in der Nacht vor dem Interview. Und das ist aber auch nicht ungefährlich. Es waren halt keine Züge nachts unterwegs. Also er hat dann quasi sich für den Flughafen entschieden. Ja, die hatten den auch interviewt bei 1 Live, eben wegen des Bahnstreiks, ne? Dass der nicht einfach dann ein Problem hat, wenn die scheiß Bahn streikt oder die Bahn nicht fährt, nicht scheiß Bahn, aber die Bahn eben nicht rollt, dann hat der Mann kein Zuhause. Ja, ich frage mich auch, kriegt man nicht auf Dauer irgendwie so eine Art Schleudertrauma? Also wenn du die ganze Zeit mit irgendwie 150 Sachen unterwegs bist und dann, also jetzt wirklich die ganze Zeit, ja, dann trittst du mal irgendwann auf den Bahnsteig und fällst hin oder was?
Ja, ich Warum? Würde jetzt eher an das Schlafen im Sitzen denken. Der fährt denken. Doch nicht das im D-Zug nicht 150 Sachen. Mann, der fährt ICE. Ja, so das ist 300 Sachen. Also wenn er fährt, 300 fährt er Sachen, schneller. 300 Sachen, aber ja. auch nur zwischen Frankfurt und, ja. und Köln. Also ansonsten... Das, also ich weiß nicht, das Prinzip des Steuerkraus... Wegen der Relativität der Zeit ja, das ist er ja ein Jahr jünger als wir. Ja, genau. Weil er sich immer so viel bewegt. Genau, schön. Ja. Mit dem Steuertrauma, das passiert ja eher durch den abrupten Stopp. Also das ist ja weniger wegen der Geschwindigkeit an sich. Ja, das ist ja dann quasi der abrupte Stopp. Er tritt auf den Bahnsteig und der steht und er fällt hin. Weiß nicht, wann du das letzte Mal Bahn gefahren bist, aber der Zug hält vorher an, üblicherweise. Und dann ist das Problem gar nicht so akut. Du hast den Gag nicht verstanden. Du hast den Gag nicht verstanden. Jemand, der die ganze Zeit in hoher Geschwindigkeit sich über diesen Planeten bewegt. Das war so einfach nur der Versuch eines Witzes. Aber mit jemandem, der Süddeutsche liest, kann man so einen Witz nicht machen. Unsere Millionen Zuhörer mögen entscheiden, ob es ein guter Gag war oder schlecht. Ich hätte mal einen Technologievorschlag. Vielleicht müssen wir die Bahnkollegen noch mal einladen. Ja. Wie ein ICE, aber als Paternoster. Auch schön. Dass du quasi, also du steigst halt im Hauptbahnhof in den, praktisch steigst du in den... In den horizontalen Flughafen schon am Hauptbahnhof München. Ja, also du rückst quasi näher. Flughafen rückt näher an München heran. Ja. Quasi. Ja. Ja. In 100 Jahren, wenn das alle haben, werdet ihr noch an mich denken. Die Frage, die ihr euch nicht stellt, aber die sich alle anderen Menschen stellen, wie ist das denn zum Beispiel mit Duschen oder Waschen? Und das macht er tatsächlich regelmäßig in irgendwelchen, also Essen macht er in DB-Lounges. Bahnhofsmission. Bahnhofsmission, weiß ich, also mit dem Duschen macht er in der Regel in öffentlichen Schwimmbädern tatsächlich. Also wenn er dann in der Stadt XY ist, geht er da in ein normales Schwimmbad. Wobei, ich bin ja von Düsseldorf gependelt eine Zeit lang, da kannst du, in Düsseldorf kannst du zum Beispiel, zumindest damals konnte man für 6 Euro duschen. Im Bahnhof selbst. Ja. Ja, das hat, kann er ja denn, hat er denn einen Koffer? Der hat so eine Art Rucksack und da lebt er draus. Also der hat schon auch überschaubare Mengen. Der nutzt halt dann auch öffentliche Waschsalons. Also wenn er in irgendeiner Stadt ist, guckt er halt dann, was in Bahnhofsnähe erreichbar ist und macht dann seine Wäsche und oder sich selbst dann waschend. Der hat aber auch in dem Interview gesagt, der hat auch, wenn es hart auf hart kommt, Eltern, die hier in Deutschland wohnen und dann... Ja, hätte nur sein können, dass er das macht wie Jack Reacher, der ja gar keine Klamotten hat unterwegs und die immer dann einfach sag mal, wegschmeißt und sich neue kauft. Ich habe jetzt tatsächlich mit Jack Reacher angefangen. Du propagierst das ja schon seit Jahren und ich habe mir das Hörbuch zu Outlaw oder sowas angehört. Das ist gut. Also wo der in so eine Stadt jedenfalls kommt. Und ja, genau, das ist ja auch das vorgelesene Buch. Und gleichzeitig gucke ich die Serie Reacher. Die Serie gucken. Die guckt man halt. Eine Serie. Ja, besser als hören. Ja, da gibt drei aber Staffeln. Man könnte also auch die Bücher lesen. Aber. Ja, scheißegal. Aber ich bin ja quasi vielseitig bespielbar. Und der Reacher, ich wollte nur sagen, bei der Serie kommt es halt noch mehr raus. Der reist immer komplett ohne. Der kommt einfach, der sitzt auch in der Serie, ist relativ ähnlich, ist basiert auf einem anderen Buch. Aber wie bei Outlaw, wo der auch einfach in so eine Stadt kommt, wo sie ihn nicht haben wollen. Ja. Und dann sagt er, meine Mutter hat gesagt, ich soll euch die Wahl lassen, ne? Und der ist halt auch einfach ein brutaler Typ. Der ständig einfach die Leute auch umbringt, wenn er meint, ja, der ist böse. Den bringt er erstmal um, dann kann er auch nicht mehr böse sein. Und dann geht er irgendwie in einen Second-Hand-Laden oder in irgendeinen Laden und kauft sich einfach ein neues T-Shirt, wenn da Blut drauf war. Ja, ja, genau. Also der geht halt, wenn der Klamotten 3 Tage getragen hat, geht er in ein Geschäft, sucht sich neu aus, geht in die Kabine, zieht sich um und dann geht er, also lässt sie nicht in der Kabine liegen, sondern schmeißt in den nächsten Müll einmal die alten Klamotten. Ja. Genau. Und das ist irgendwie schon, also ist ein Charakter, der, muss ich sagen, mir sehr gefällt. Also, ja, das ist auch das, also ich glaube, ich lese die Bücher deswegen so gerne, weil der Typ alles ist, was ich nicht bin. Der ist das komplette Gegenteil und der sagt auch immer das komplette Gegenteil von dem, was ich sagen würde. Es ist einfach, ich bin immer noch teilweise überrascht, obwohl ich schon irgendwie 16 Bände gelesen habe oder so. Also, wobei die Folge, ich habe letztens ein Bild gesehen von dem Schauspieler, da habe ich gedacht, das ist ja irgendwie eher so ein Hulk-Verschnitt. Und, ja, das ist so ein 2-Meter-Bodybuilder-Typ, ja. Ja, und eigentlich ist der Typ ja so naturkräftig. Ja, der geht ja nicht ins Fitnessstudio oder so, deswegen fand ich das so ein bisschen unpassend, aber okay. Ja, aber in der Serie, um das noch abzuschließen, da ist er zwar extrem kräftig und er hat auch ständig das T-Shirt aus, damit man das so gut sehen kann, aber
der frisst halt auch in einer Tour Fast Food. Da ist so ein Cop, mit dem er zusammenarbeitet und der ist nur am Essen und sagt immer, das essen Sie? Das können Sie doch nicht essen und so weiter. Also, ist schon brutal. Der Beef, der äugt hier so auf die Uhr. Nee, also ich sagen, Viertelstunde dürfen wir noch, bevor der Alarm geht. Ich bin ein bisschen begeistert von dem Trash, den ihr lest und guckt, aber ansonsten ist gut. Nein, das ist wirklich, das macht echt Spaß. Also das ist halt, letztlich ist das ein Kriminalroman, den du da liest, mit einem Typen, der halt ein bisschen kräftiger ist als andere und diejenigen, die das zu spüren kommen, haben halt ein bisschen Pech gehabt. Ja, manche sterben auch einfach sofort. Ja. Wobei er, wie der Ben sagte, die Leute auch vor die Wahl stellt. Der sagt denen tatsächlich, bevor er sie verkloppt, sagt er denen immer so, Leute, ihr habt jetzt die Möglichkeit, entweder ihr geht jetzt einfach oder ihr landet im Krankenhaus. Ja? Und die Typen, die lernen es halt nicht. Ja, was willst du machen? Ja. Okay. Also, es gibt auch gute Romane. Es gibt aber auch Leute, die andere Sachen nicht lernen. Ich schulde euch noch die Zahnbürste und jetzt hier habe ich hier eine Taschenlampe, jetzt kann ich auch lesen und besser finden, worum es geht. Und zwar geht es um ein Krankenhaus, Academic Hospital in der indonesischen Provinz Ostjava. Da kam ein 43-Jähriger rein und der hatte genau das, was wir letztens schon beschrieben hatten, nämlich eine Aubergine zwischen den Beinen. Wisst ihr noch? Eine Aubergine zwischen den Beinen. Ja, wisst ihr noch? Er hat die Gurkensaat im Darm. Erinnert ihr euch nicht an an das, was ihr selbst erzählt habt? Penisbruch. Sieht aus wie eine Aubergine. Ach so. Und was war passiert? Der Typ hatte sich tatsächlich eine Zahnbürste zur Luststeigerung eingeführt. Und vorne? Vorne, ja. Ach, ich habe nur an den Arsch nicht gedacht hinten. Vorhin. Deswegen ja Penisbruch. Und ja, das hast du ja nicht gesagt. Mit seiner Partnerin zusammen hat er das gemacht und er hat erzählt, dass die da auch nur reinpasst, weil er sich hat er sich mal einen Schnitt setzen lassen, damit er da die Zahnbürste besser reinkriegt. Oh, ich muss mich gerade hinsetzen. Mir geht's gar nicht. Gieß mal ein hier. Er hat dann auch noch den Fehler begangen, 12 Stunden zu warten, bis er ins Krankenhaus geht. Da hat er dann noch eine richtig dickere Aubergine zwischen den Beinen. Den Fehler hat er vorher schon begangen, nur mal am Rande. Aber definitiv. Ui. Aber nach einer OP ging es ihm tatsächlich wieder besser. Und ja, also ich weiß nicht, ob er sich jetzt die Zähne nur noch mit der Zahnbürste, mit einer anderen natürlich, putzt oder ob er nicht schlau geworden ist, kann ich jetzt auch nicht sagen. Ja. Also es ist irgendwie... Jetzt mal ganz ernsthaft. Stand da irgendwas, warum er das? Also, manchmal kommen ja Leute auf Ideen. Ja, das hat er ja gesagt, zur Luststeigerung. Eine Zahnbürste, der findet das geil. Also ich kann mir das überhaupt auch anatomisch nicht vorstellen, aber Sachen gibt's. Eine elektrische. Ich weiß es nicht. Also, die ist halt, man muss dazu sagen, die ist unglücklicherweise abgebrochen. Ansonsten ist es natürlich nicht so risikoreich. So, weil du mir gerade den Sex hier als Vorlage gegeben hast, würde ich Bilder aus dem Kopf. Würde ich, ja, so, pass auf, mit Tieren. Ja, super. Ich gucke mal, wo ist mein Katzenbild ab? Also, ich bin da drauf gekommen, das geht ja relativ schnell jetzt, aber weil Quickie haben wir vorhin im Chat geschrieben, wir können auch über Quickies reden und Quickie, da verbinde ich Typ, ich bin immer mit Sex und dann habe ich aber gedacht, echter Sex mit oder zwischen Menschen, das wäre ja jetzt so, geht ja dann immer so in Richtung Zahnbürste und dann mache ich einfach hier mal Tiere. Und da haben die einfach so 10 kuriose Sexfakten aus der Tierwelt, die ich mit euch teilen möchte. Und zwar... Spielt bei irgendwas eine Zahnbürste eine Rolle? Nein, gut. Garantiert nicht. Aber es ist trotzdem wirklich interessant, muss ich sagen. Ja, alles gut. Ist das Löwenweibchen geschlechtsreif, paaren sich Löwen alle 25 Minuten bis zu 300 Mal. 300 Mal alle 25 Minuten. Also der König der Tiere ist wirklich der richtig König. Standfest. Ja. So, Respekt. Dann anderes Marathontier. Der Paarungsvorgang beim Nerz, guck mal nicht hin, dauert im Schnitt wie lange? Beim Nerz. Also ich will jetzt nicht fragen, wie lange ihr durchhaltet, 5 Sekunden. Aber. Nee, 8 Stunden. 8 Stunden. Schöner Pelz. und jetzt kommen wir mehr in die Richtung, deswegen muss ich dran denken, vom Sommer.
bei Bienen, wir sind jetzt bei den Bienen, da ist immer so ein Wort davor, schmerzfrei. Nach dem Geschlechtsverkehr bricht das beste Stück der Honigbiene ab und bleibt in der Dame stecken. Stell dir mal vor, die Aubergine bleibt einfach in der Pfanne. Also das... Scheiße. Ja, also das ist echt das scheiße. Ist, die Bienen, die haben, sind echt ein gearschtes Volk. Denen bricht ja alles ab, was die da irgendwie benutzen. Und jetzt, wo wir schon beim Penis sind, blauer Riese, der Penis eines Blauwals ist ungefähr wie lang, was glaubt ihr? Naja, der Blauwal ist 33 Meter, bis zu 33 Meter. Also ich schätze mal so 5 bis 10%, also so 3 Meter. Boah, damit liegst du genau richtig. Ja. Er hat den größten Ding-Dong der Tierwelt, 3 Meter. 3 Meter, hier. Das, aber den schönsten, das Lichtschwert, hat quasi die äthiopische Grünmeerkatze. Für die, die das nicht wissen, ist keine Katze, sondern ein Äffchen. Und wenn die Lust auf Sex hat, dann leuchtet der Penis rot und der Hoden blau. Also LEDs da drin. Ja, vor allem der Hoden blau, das ist halt... Boah, das ist doch was für, also so für Leute wie dich, die hier LEDs überall verbauen, das wäre doch genau das abends. Ja, ich hätte auch gern so einen LED-Penis, das gebe ich unumwunden zu. So, der wird ständig leuchten wahrscheinlich, aber sorgt vor, damit, und das ist auch geil, damit sich kein anderer männlicher Artgenosse mit einem Maulwurfweibchen fortpflanzen kann, verschließt das Männchen deren Geschlechtsöffnung nach der Paarung mit einer Art Pfropfen aus harzähnlichem, jetzt ist das Bild hier abgekommen, aus harzähnlichem Material. Hm. Der klebt die einfach zu. Das ist ja nicht so witzig. Ja, krass. Und jetzt, was sagt das Weibchen dazu? Die wird das wohl nicht anders kennen, schätze ich mal. Die sind richtig geil. En garde. Die zweigeschlechtlichen Plattwürmer duellieren sich mit sich selbst. Duellieren sich bei einem Peniskampf. Der Gewinner übernimmt die männliche Rolle bei der Fortpflanzung. Das heißt, da treffen sich zwei Typen. Die sind Männlein und Weiblein. Dann holen die ihre Dödel raus, kloppen damit aufeinander ein und wer gewinnt, darf den anderen halt... Ja, Pimmelfechten mal anders. So. Das gab es doch auch mal in einem Film. Wie hieß der denn? War das der hinter dem Vorhang? Nee, es war tatsächlich eine Komödie von, wie hieß der, Blind Date? Blake Edwards, Blind Date. Genau, Blind Date. Da haben die leuchtenden Kondome. Da hatten die Leuchtkondome. Das war tatsächlich ganz witzig gemacht irgendwie, dass die da... Da musste ich eben schon dran denken, bei der äthiopischen Katze. Zwei Typen dann quasi, das ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber zwar durch Zufall waren da zwei Typen im gleichen Schlafzimmer quasi und hatten und in verschiedenen Farben leuchtende Kondome. Das war ganz witzig gemacht. Ja. So, noch 3 anspruchslos. Sehr kurze Laserschwerter. Ja. Männliche Bettwanzen haben mit jedem Artgenossen Sex, der ihnen über den Weg läuft. Alter oder Geschlecht spielen keine Rolle. Also die verstehen nicht. Bürsten alles, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Prolo fragen, was daran besonders? Was? So, Langweiler. Ist nur eine Frage des Pegels. Pandas. Was glaubt ihr, wie oft haben Pandas Sex? Sehr, sehr. Dreimal im Leben. Naja, dreimal im Leben macht die jetzt mal nicht schlechter, als sie sind, dann würden sie wahrscheinlich ausgestorben sein. Die haben 3 bis 4 Mal im Jahr Sex. Ja, die sind ja latent immer ausgestorben, weil die den ganzen Tag Bambus fressen. Das könnte klassisch verheiratet. Also, ja, genau, klassischer Ehemann. So, und der letzte. Ist das Ostern, Weihnachten, Geburtstag und noch ein Geburtstag. Ja, also irgendwann passt das doch, ja. Ja, genau. Letzte ist betitelt Rakete. Der Geschlechtsverkehr eines Schimpansen kann nur 3 Sekunden dauern. Also da war das jetzt mit dem... Und schon ist er fertig. Ja. Der Prollo ist echt... Also irgendwie. Und damit ist der Schimpanse, würde ich sagen, das Tier dieser Sendung, das Wappentier dieser Sendung, 3 Sekunden... Gottvater des Quickie. Der Gottvater des Quickie. Ja, so, also vielen Dank, ich habe fertig. Sträubchen. Respekt, ja. So, wir haben immer noch Zeit. Wir haben schon richtig viel geliefert. Wollt ihr noch was mit Verkehr und abschleppen? Ja, komm. Ja, komm, abschleppen ist immer gut. Ich lese es einfach vor. Dauert es länger als 3 Sekunden? Nein. Ah. In St. Augustin stoppte die Polizei am Donnerstagabend eine Autofahrerin, die unter Drogeneinfluss stand. Die Frau schleppte ein weiteres Auto ab, in dem ein stark betrunkener Mann saß. Und die Geschichte ist eigentlich, ich meine, klar, ne, kontrolliert, erwischt und so weiter. Polizei nimmt das auf, Kontrolle, im Übrigen auch irgendwie keine Versicherung. Aber ich frage mich, wie es zu so einer Situation überhaupt kommen kann.
Ja, was, wie muss der Tag gelaufen sein, damit du abends quasi völlig dicht irgendwie denkst, komm, der Alte hat auch schon einen sitzen, wir müssen jetzt diese Karre abschleppen. So, wie kann das kommen? Das steht hier leider nicht. Ist jetzt auch nur der Generalanzeiger, das ist ja sozusagen die Süddeutsche des Schimpansen. Achso, ich sag. Ja, aber das ist, aber das ist doch schon, also ich meine, es ist jetzt nichts passiert, ne? Insofern kann man da schon einfach drüber lachen. Ja. Na, die fuhren schon damit, die waren damit unterwegs. Ja, ja, ist nichts passiert. Besoffener schleppt besoffene ab. Was muss passieren? Immer wieder. Das ist es halt. Ja, Cannabis tatsächlich. Also Drogeneinfluss ist ja relativ, also war jetzt nicht irgendwas. Hat das mit der Legalisierung ein bisschen zu ernst genommen. Ja. Aber ja, ich habe keine Ahnung. Also es. Vielleicht ein bisschen eine Party ausgeartet und dann irgendwie dachten sie, es wäre eine gute Idee, das kaputte Auto durch die Gegend zu schleppen. Tja. Ja, also es, ich wünsche mir, dass mein Sohn, meine Söhne, meine Kinder generell nicht solche Freunde haben, die auf solche Ideen kommen oder dass sie selber noch so ein bisschen Restverstand behalten. Ja, aber jetzt stell dir mal vor, du bist in dem Alter und bist an irgendeinem bierseligen Abend und dann wird erzählt, hier der Thomas und die Sabine, die haben und dann alle liegen am Boden vor Lachen, garantiert. Ja, ich wollte ja gerade selbstkritisch sagen, dass ich selber auch so eine Geschichte erlebt habe in Lausanne. Sag mal, du kennst es, wir waren ja gemeinsam da auch. Und da waren wir auf irgendeiner Party außerhalb, in der Uni, glaube ich, in der Nähe von der Uni. Und die ist ja nicht so ganz zentrumsnah. Und dann hat irgendein Mädel, mit die ich auch kannte, ein Kumpel von mir und mich gefragt, hey, wir fahren euch in die Stadt oder wir fahren zusammen. Und ich wusste natürlich, wir hatten alle die Lampe am Leuchten. Und ich habe aber gedacht, na, die hat wahrscheinlich am wenigsten getrunken und dann wird das schon passen. Und dann sind wir da noch tanken gefahren und das war alles total lustig und wild und so. Und dann ist sie irgendwann in Lausanne, die Polizisten waren ja sehr streng da, in Lausanne falsch abgebogen oder bei einer roten Ampel sogar abgebogen, sind wir in eine Polizeikontrolle gekommen. Und ich saß hinten, der Kumpel saß rechts und sie natürlich auf dem Fahrersitz und er stand die ganze Zeit so besoffen auf und hat gesagt, we were at a party, you know, red, red wine, you know. Und so, und dann hat er diesen einen Polizisten, der die rechte Tür gesichert hat, die ganze Zeit so voll gelabert und ich immer so von hinten, hey, komm mal wieder rein, komm mal, setz dich. Also, it was very funny, you know. So ging das in einer Tour und sie redete mit dem Cop und hat es tatsächlich geschafft, sich da rauszureden. Und dann hat er uns weiterfahren lassen und dann setzt sie sich wieder rein, startet den Motor und sagt so, boah, wie krass, ich bin total besoffen und er hat das nicht gemerkt und er lässt mich weiterfahren und dann dreht die sich um zu mir, guckt mich an und dann sehe ich, es war eine Brillenträgerin, die hat nur noch ein Brillenglas. Da ist sie die ganze Zeit nur mit einem Brillenglas noch gefahren, als ob es nicht gereicht hätte, dass sie besoffen ist. Sehr, sehr geile Geschichte. Ich schließe da direkt an, bevor hier die Zeit um ist, mit einer anderen Polizeigeschichte, auch aus Lausanne. Eine große Party, das war ja Wintersemester, es war echt saukalt draußen, schneite, glaube ich. Und ein Kumpel von mir, nennen wir ihn Chefkoch, ist auf die Terrasse gegangen und aus dem ersten Stock, der ist gern geklettert und ist dann von der Terrasse erster Stock einfach außen an der Mauer runtergeklettert. Ich glaube, dabei ist ihm seine Bierflasche runtergefallen. Jedenfalls kam die Polizei und hat ihn ohne Scheiß im T-Shirt dann eingesackt, haben ihn mit auf die Wache genommen. Keine Ahnung, irgendwie, ich weiß nicht, ob er ein Bußgeld gekriegt hat. Auf jeden Fall war die Wache ein bisschen außerhalb. Und dann haben sie ihn irgendwie eine Stunde später einfach wieder vor die Tür gesetzt im T-Shirt und in seinem T-Shirt irgendwie eine Dreiviertelstunde durch Lausanne, durchs Schneetreiben wieder zur Party zurückgelaufen. Also ja, sehr zielstrebig. Freundlich. Oh Mann. So, also wir haben ganz kurze, anderthalb Minuten hätten wir noch. Eine Geschichte geht noch vor der. Also ich habe jetzt keine mehr. Prollo? Was denn? Hast du keinen Quickie mehr? Ich hatte ganz viele hier. Ist schon ein bisschen älter von 2021, aber 6 Eisverkäufer haben sich in Wuppertal vor den Augen zahlreicher Kunden und Kinder eine heftige Schlägerei geliefert. Dabei wurden 5 Männer schwer verletzt. Also ein offenbar Profi und 5 andere schwer Jack verletzt. Reacher. Ja, man weiß nicht so genau, warum, aber offensichtlich ging es da irgendwie um den besten Stellplatz. Eisverkäufer sind ja auch immer so einer Konkurrenz, wenn die da unterwegs sind. Und ja,
die fünf der am Streit beteiligten Männer waren zu schwer verletzt, um verhört zu werden. Sie alle wurden im Krankenhaus behandelt und der sechste Beteiligte war damals noch flüchtig. Ja, man weiß nicht warum, es ist auch nie aufgeklärt worden, aber Eisverkäufer und Konkurrenz ist ja legendär eigentlich. Bei Eisverkäufer und muss ich direkt an Cheech und Chong denken. Ja. Ja, die haben ja nicht nur Eis verkauft. So, aber jetzt sind die letzten 10 Sekunden angebrochen. Ja, wunderbar. Ach, dann gleich für nach dem Alarm noch einen Quickie oder gehen wir hart raus oder was heute? Hart raus. Also ich habe jetzt tatsächlich keinen... Was jetzt auch so, das ist der Alarm. Wahnsinn. Ja, jetzt geht's hier richtig ab. Ach doch, warte, ich hab einen Quickie. Komm, ich mach noch einen Quickie, damit wir nicht ganz hart raus müssen, okay? Ja. Hab ich vergessen. Kann man das Hupen mal abstellen? Sehr stark. Hupen sind super. Oh. War das jetzt der Quickie oder was? Genau. Hupen sind super. Du trinkst doch Wasser den ganzen Abend. Genau. Ob ihr passt. Also, was für Tierliebhaber. Wahrscheinlich nicht so ganz nur zum Lachen. Und zwar in der Türkei ist jemand wegen, also wir würden hier sagen, Tierquälerei zu 2,5 Jahren Haft verurteilt worden. 2,5 Jahre Haft. Was war passiert? Der Typ ist in den Aufzug gegangen. Ich weiß nicht, wieso in dem Aufzug er dann auf eine Katze getroffen ist. Und die hat er dann mal eben minutenlang totgetreten. Und das Ganze ist irgendwie von einer Überwachungskamera gefilmt worden. Und das ist viral gegangen in der Türkei. Und die Leute sind total ausgeflippt. Ich weiß nicht, sind wahrscheinlich genauso Tierliebhaber wie hier die Türken. Und sind total ausgeflippt. Und der hat sage und schreibe, wie gesagt, 2,5 Jahre Haft ohne Bewährung gekriegt. Noch bevor das Urteil jetzt kam, hat er gesagt, er kann nicht mehr vor die Tür treten. Die Leute haben ihn voll auf dem Kieker. Also ja, krasse Geschichte. Könnt ihr euch vorstellen, wie das in Deutschland laufen würde? Ich glaube, der Aufschrei... In Deutschland haben wir ja gelernt, ist ja das Beschädigen eines Tiers, nennt sich ja Sachbeschädigung. Ja, in Massachusetts hätte er wahrscheinlich mit einem Katzenfoto davon kommen können. Vorher, nachher. Nee, ja, aber in manchem Land wäre die Katze dann vielleicht einfach gekocht worden, aber es ist 2,5 Jahre alter Schwede. Das harte. Also ich bin der Letzte, der Katzenfan ist. Ich mag die Tiere gar nicht unbedingt, aber ich würde die auch nicht jetzt tottreten wollen oder irgendwie. Ich habe schon Hemmungen, eine Fliege platt zu hauen. Ne? Also das ist so. Ja, was treibt jemand dazu? Was treibt einen an, den Katze tot zu Also nehmen? Als Rechtfertigung hat er gesagt, er hätte irgendwie zu der Zeit psychische Probleme gehabt. Also irgendwie Familienstress, psychische Probleme, sonst was. Aber es sah aus wie meine Schwiegermutter. Es war meine Schwiegermutter. Die Katzenkönig. Ja, also ziemlich kranke Story. Ja. Ach schade, jetzt gehen wir mit einer blöden Geschichte raus. Irgendwie. Ja. Das ist ja eher ein negativ behaftet. Noch eine schöne. Nee, ich könnte mir da mit den Katzenbildern Leute, anfangen. Leute, wir sind mit der Zeit heute mal ein bisschen strenger. Ne? Jetzt nicht noch groß... Ja. Dass du jetzt noch so einen nachlegst, so mit totgetretener Katze. Ich weiß nicht, ob das ein optimaler Abgang ist. Dann trink dir noch einen, dann geht der richtig eine ab. Also ich bringe jetzt keine Geschichte mehr, nur etwas, was ich aus einem Newsletter, den ich von irgendeinem Typen immer kriege, der sich Kevin nennt und irgendwo im öffentlichen Rundfunk so neue Medienformen untersucht. Und der schickt immer so Newsletter rum. Und der letzte oder vorletzte Newsletter war so, dass der neue Trend bei Newslettern ist, sich wirklich super kurz zu halten. Das ist der Charme an seinem Newsletter. Der hat meistens nur 1-2 Sätze zur Einleitung und dann 3 Bullet Points mit Links. Punkte mit Links. Und der letzte Newsletter hat ins Bewusstsein gerufen, einen Trend, den es gibt, nämlich, jetzt muss ich doch den Namen gucken, irgendwie Crack, ich glaube Crack Fiction heißt das. Also so sehr kurze Videos, teilweise nur also Serien, Filmserien, wo jede Episode nur 1 Minute, 1, 2, 3 Minuten gehen. Das ist so der absolute Trend, was ich wieder zeigt, dass sozusagen unsere, zumindest die nachwachsenden Generationen, irgendwie gar keine Geduld mehr haben. Ne? Also die sind so TikTok-mäßig vorgeprägt und die gucken sich dann nicht mal mehr 25 Minuten oder Jack Reacher, die jede Folge geht eine Stunde und ich genieße das zu gucken.
Nee, die gucken sich dann wirklich so Episoden an, die eine Minute teilweise nur dauern. Er hat auch ein paar verlinkt, das war ganz interessant, habe ich mir angeguckt. War, also kannst du nicht viel von erwarten, war sehr, sehr, sehr flach. Deswegen wahrscheinlich auch der Begriff Crack Fiction. Aber das fand ich irgendwo faszinierend. Diese Trends oder was auch immer, diese Phänomene in der heutigen Medienlandschaft. Also vielleicht können wir damit aussteigen. Crack Fiction. Ja, okay, Crack. Klingt auch scheiße. Also, nein, aber das klingt vielleicht scheiße, aber das passt zu unserer Sendung, dass wirklich auch generell, vielleicht ist das jetzt das neue große Ding hier, wir müssen kurz und knapp, zack, zack, hier eine Headline nach der anderen rausballern, wenn das jetzt die Folge wird, die uns den internationalen Durchbruch beschert. Wir müssen eigentlich wir müssen aber auch hektisch vor der Kamera rumhampeln. Ach so. Dabei. Oh. Ja. Im Hochformat. Okay, das war's jetzt. Damit können wir rausgehen. Das schneiden wir raus und packen das noch hier auf die Pads. Wunderbar. Also, ihr Lieben, war schön, auch mal nur eine Stunde zu quatschen. Ich habe das Gefühl, es fühlt sich jetzt für mich an wie 2 Stunden, weil wir so viele Themen einfach angeteasert haben, ja eigentlich nur. War eine super Erfahrung. Vielen Dank dafür. Short News Edition out. Ciao, ciao. Tschüssi. 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 Ade.